Ja, hallo und schönen guten Abend. Mein Name ist Timo Harrach, ich bin Wissenschaftler und arbeitender Pharmazeut. So sollte die Veranstaltung eigentlich losgehen, da Kollege Harrach heute leider verhindert ist, werde ich ihn vertreten, was insofern kein Problem ist, weil einiges, was ich über Drug-Checking weiß, ich doch von ihm habe und das war sogar noch eine Präsentation, die er auch mal gehalten hat, dann auch gleich selbst halten werde. Wobei ich es ein bisschen aufsplitten werde heute Abend, also das Thema ist allgemein Drug-Checking. Ich habe noch ergänzt um so ein paar grundlegende Worte zum Thema Substanzkunde, also zur Frage, wie funktioniert das eigentlich mit diesen Drogen mal ganz grundsätzlich. Ich denke, da hat Herr Tibor auch ein bisschen was erzählt. Ich habe das mal unter die Überschrift gepackt, Drogenbildung statt Drogenaufklärung. Da ist so ein bisschen der Seitenhieb drin, also dass man gerade über Drogen ab gewissen Punkt auch einfach mal echtes Wissen vermitteln sollte, wie funktionieren die Dinge, Drogen entmystifizieren sollte und das halt mitunter genau das Gegenteil dessen ist, was teilweise so als Drogenaufklärung verkauft wird, wo man ganz viel über schlimme Dinge aufgeklärt wird oder über vollkommen belanglose Dinge aufgeklärt wird und das dann irgendeinen positiven Effekt haben soll. Ich bin dann eher der Meinung, dass man Leute grundsätzlich bilden sollte und nicht mit irgendwelchen pseudoaufklärlichen Parolen werfen sollte. Also das ist der erste Teil meines Vortrages. Ich gehe da auf vier Punkte ein, also der vierte Punkt hier wird dann Teil des nächsten Vortrages sein. Also das erste ist, dass ich die Frage stellen werde, wie kann man denn Drogen klassifizieren? Harte Drogen, weiche Drogen, natürliche Drogen, chemische Drogen, was gibt es da für Ideen und Mechanismen? Dann zur Frage, wie man Drogen betrachten sollte, wenn man einfach mal wissen will, wie wirkt das Zeug denn. Da braucht man den neuropsychopharmakologischen Blick, auch dazu später mehr und da komme ich auch dann direkt dazu, wie wirken Drogen denn, also welche grundsätzlichen Wirkmechanismen gibt es da. Und in der zweiten Teil meines Vortrages wird es dann um dreckige Drogen gehen und um Drug-Checking. Erstmal zu den Begriffen, was meine ich mit Drogen? Also erstmal Drogen umfassen wieder alle möglichen Substanzen und Drogen sind erstmal alles Neuropsychopharmazeutika, also Medikamente, die auf der Ebene von Nervenzellen die Psyche beeinflussen und dadurch, dass sie dort an gewissen Nerven agieren, können sie den gesamten Körper beeinflussen. Also es sind chemische Substanzen, die die Arbeitsweise des Nervensystems beeinflussen, mal ganz allgemein. Im Englischen wird das dann relativ neutral Drugs genannt. Damit ist im Englischen sowohl gemeint, das, was wir unter Drogen, Betäubungsmittel im Deutschsprachigen Raum verstehen, aber auch alle Arten von Medikamenten sind im Englischen erstmal Drugs. Die machen dann erstmal nicht diesen Unterschied. Gab es früher in Deutschland auch nicht. Also der Begriff der Drogerie kommt ja auch daher, weil es gibt auch schöne Bilder von älteren Gebäuden, wo dann bei Drogeriemärkten ausgeknatscht steht, was es da so alles gibt, unter anderem Drogen. Damals waren damit halt so mehr getrocknete Kräuter gemeint. Das wird inzwischen heutzutage wieder mehr. Also gerade die Medikamentensortimente von DM und Co. wachsen immer weiter und was früher als Koffeintablette nur in Apotheken früher erhältlich war, ist inzwischen auch im DM-Markt erhältlich. Das ist auch eine spannende Entwicklung, weil sich jetzt besonders meines Wissens nach das Recht sich in keiner Art und Weise geändert hat. Es wird nur immer flexibler genutzt. Wenn ich jetzt Drogen klassifizieren möchte, gibt es da so mehrere Möglichkeiten. Ich kann schauen, welchen Ursprung hat die Droge, wie ist sie chemisch aufgebaut. Ich kann sie in hart und weich einteilen, sollte es aber nicht, das ist mit den Durchgestrichenen angedeutet. Wenn ich Drogen dann irgendwie nützlich klassifizieren möchte, also unter politischen Aspekt, dann spielt natürlich die Gefährlichkeit oder das Risikopotenzial eine gewisse Rolle. Sie sind in legal und illegal aufgeteilt, das wissen wir ja. Und man kann sich natürlich auch einfach direkt die Wirkung anschauen und die Wirkungsmechanismen. Kommen wir zum ersten Punkt, der Ursprung. Da gibt es eine ganze Menge, alles was vorstellbar ist. Es gibt Pflanzen, die aus den Drogen gewonnen werden. Es gibt Pilze. Pilze sind keine Pflanzen. Das ist für jeden Menschen, der ein bisschen Ahnung von Biologie hat, komplett selbstverständlich. Für das Bundesministerium für Gesundheit war es die ganze Weile nicht selbstverständlich, weil als sie versucht haben, Zauberpilze zu verbieten,
ist ihm das mehrfach misslungen, weil im Gesetzestext erstmal nur Pflanzen- und Pflanzenteile, Tier- und Tierteile stand. Und dann hat das Oberlandesgericht in NRW gesagt: Sorry Leute, Pilze fällt da nicht runter, ich habe das Gesetz falsch geschrieben. Es gibt tierische Drogen, also bekannteste sind diese australischen Kröten, die man ablecken kann, vielleicht bekannt aus Simpsons-Folgen. Es gibt mineralische Drogen, es gibt halbsynthetische Drogen und es gibt vollsynthetische Drogen. Dazu einige Beispiele. Pflanzendrogen, also eine sehr bekannte ist, wenn man Stärke vergären lässt, dann entsteht Alkohol. Das ist auch durchaus eine Sache, die schon vermutlich mit das älteste ist, was die Menschheit von Drogen bekannt ist, weil das mit irgendwelchen Fruchtsaft stehen lässt und der dann anfängt zu gären. Das ist ein sehr natürlicher Prozess, befrucht durch Hefebakterien, also durch Hefe, Pilze, die in der Luft sind. Es gibt die Hanfpflanze, aus der die Cannabis-Drogen gewonnen werden. Es gibt den Coca-Strauch, da ist der Wirkstoff dann Kokain. Auch Kokain ist insofern eine natürliche Droge, als dass die Substanz selbst in der Pflanze auftaucht. Im Schlafdruck wiederum ist nochmal Morphin enthalten. Auch das ist im Prinzip eine natürliche Droge, die nur extrahiert wird. Sachen wie Heroin sind dann nur noch halbsynthetisch, also sind halbsynthetisch, weil sie an sich nicht in der Pflanze selbst vorkommen. Aber der Schritt von Coca zu Kokain ist nur eine Art Destillation. So wie ich aus, einem vergorenen Fruchtsaft auch Schnaps gewinnen kann. Dann gibt es noch unterschiedliche Nachtschattengewächse. Das kam das jetzt sicherlich der Tabak, Nikotin als Wirkstoff. Und dann gibt es auch eine ganze Menge Stechäpfel, Engelstrompeten etc., wo unterschiedliche weitere Substanzen drin sind, die man wiederum auch aus der Medizin ganz gut kennt. Also Atropin als Möglichkeit, Nerven auch zu betäuben, oder Skolpamin, das wird unter anderem vertrieben als Buscopan, was zum Beispiel Krämpfe auflöst. Das so mal als Überschriftssicht, was pflanzliche Drogen angeht, man merkt, da ist schon eine ganze Menge mit dabei, was man so kennt. Unter Pilzdrogen gibt es mehrere unterschiedliche, also es gibt aber den klassischen Fliegenpilz, der somit das Sinnbild eines Drogen-Giftpilzes ist, wobei er einen schlechten Ruf als Giftpilz zwar hat, aber der eigentlich unbegründet ist. Es gibt meines Wissens nach keinen einzigen dokumentierten Todesfall aufgrund des Konsums von Fliegenpilzen. Und auch ist der Fliegenpilz vermutlich mit einer der Menschheit am längsten bekannten Drogen. Also das geht zurück bis zu irgendwelchen schamanischen Kulten in Sibirien, wo das auch nicht die einzige Substanz war, die verfügbar war und da den praktischen Vorteil hatte, dass sie vom Körper wenig metabolisiert wird und im Zweifelsfall über den Urin weiter nochmal konsumiert werden konnte. In Sibirien wurde man da recht pragmatisch, weil da wächst halt nicht so viel. Dann gibt es die klassischen Kahlköpfe, also alles, was Psilocybin enthält. Das sind so die klassischen Zauberpilze. Und was auch eine Pilzsorte ist, ist das Mutterkorn. Das ist ein Pilz, das der Getreide befällt und aus dem auch die Vorläufersubstanz von LSD drin enthalten ist. Und es gab im Mittelalter noch relativ lange immer wieder ganze Epidemien, wo dieser Pilz die Felder befallen hat, das Korn befallen hat und die Leute das dann gegessen haben und sich dann eine ziemliche heftige Dosis als Vorstufe von LSD reingeföhnt haben, was halt, also kann man sich vorstellen, was in so einem Dorf abgeht, wenn alle Leute kräftig rumtrippen, was auch beliebig viele Geschichten von Hexen und Dämonen und so weiter alles Mögliche erklären kann. Nicht nur, aber das ist sicherlich eine Baustelle. Inzwischen ist das relativ wenig verbreitet bei Mutterkorn. Passiert aber auch immer wieder, dass das aufkommt. Oder der tierliche Drogen, also diese Agarkröte, das ist das, was ich schon angedeutet habe, was man sagt, das war aus einer Simpsons-Folge kennt, die man dann ablenkt und dann, ich glaube, DMT drin ist, also was auch sehr, sehr stark halluzinogen wirkt und in diesem Krötensekret enthalten ist und natürlich nicht ganz so gut dosierbar ist. Spielt Drogenpolitik praktisch keine Rolle. Ich habe jetzt jüngst ausnahmsweise mal einen Artikel gelesen, wo irgendjemand sich das Zeug bestellt hat und hochgenommen wurde. Ansonsten ist das eher was für einen kleinen Kreis von sehr Interessierten, die sich intensiver mit dem Thema beschäftigen. Ansonsten gibt es an halbsynthetisch hergestellten Drogen, gibt es beispielsweise als Musterbeispiel der Heroin und Aspirin. Warum habe ich Aspirin hier mit aufgeführt?
Ganz einfach, weil der Syntheseschritt von der natürlichen Substanz zur fertigen Droge der gleiche ist. Es wird beides mal einfach Essigsäure angedreht, hinzugegeben, beim Heroin zum Morphium. Wenn ich zum Morphium diese Acetylsäure dazu packe, dann kriege ich irgendwann die Acetylmorphin, was dann Heroin ist. Und auch Aspirin ist ja auch Acetyl. Salicylsäure. Salicylsäure ist ein ganz normaler Naturstoff, der in Weinrinde enthalten ist. Also der auch da schon durchaus auch seine Anwendung gefunden hat und durch diese chemische Veredelung einfach wirksamer wird. Bei Heroin ist das Spannende, Heroin an sich ist eine vollkommen wirkungsfreie Substanz. Sie ist nur besser, also durchdringt die Blut-Hirn-Schranke, also ein Schutzmechanismus unseres Hirns, damit da keine Giftstoffe reinkommen, besser als Morphium, wird dort dann zurück umgewandelt in Diacetylmorphin, in Acetylmorphin und in Morphin. Und weil es halt besser aufgenommen wird, besser an den Ort kommt, wo es wirken soll, deswegen ist es stärker, aber an sich ist es wirkungslos. Dann gibt es noch eine ganze Menge vollsynthetisch hergestellter Drogen, das sind zum Beispiel die Gruppe der Benzodiazepane, Valium etc. Und die sind jetzt auch unter vollsynthetisch aufgeführt, GHB und GBL, also das sogenannte Liquid Ecstasy, das nichts mit normalem Ecstasy zu tun hat. Das sind chemisch eigentlich sehr, sehr einfache Substanzen und deswegen auch praktisch nicht zu verbieten, weil das sind einfach, also absolute Grundbausteine, mit denen die chemische Industrie arbeitet. Also das einmal so als Möglichkeit zu schauen, das ist so klassisch, diese Klassifizierungsmöglichkeit. Zu den Mineralien noch, die waren eben nicht aufgeführt, die gibt es insofern noch. Arsen ist eine mineralische Droge, die so ein gewisses Wärmegefühl macht. Also eigentlich sollte man denken, Arsen hat auch wieder erstmal diesen Ruf als Gift, aber in niedrigen Dosen dosiert, hat es halt gewisse psychoaktive Effekte. Und es gab, ich glaube, im Alpenraum gab es eine Ecke, wo die Arsenesser lebten. Also wirklich, wo das Tradition hatte, diese Arsen zu konsumieren. Man entwickelt dann auch eine gewisse Toleranz. Und das ist, glaube ich, die einzigste mineralische Droge, die mir spontan einfällt. Der Chemiker würde die Drogen ganz anders betrachten. Der würde schauen, was hinter das für Stoffgruppen. Da ist erstmal eine grundsätzliche Devise, also fast alles an Drogen ist erstmal ein Alkaloid. Und man kann dann, wenn man ein bisschen Ahnung von Chemie hat, auch dann durchaus schauen, okay, was gibt es denn da für Stoffe und wie hängen die denn auch miteinander zusammen? Also beispielsweise ist es für jemanden, für einen Chemiker nicht weiter überraschend, dass zum Beispiel Ephedrin, die Grundsubstanz ist, aus der ich dann zum Beispiel Amphetamine herstelle, aus der ich Crystal herstellen kann. Deswegen Ephedrin halt eher Hustensaft, weil Ephedrin an sich in Apotheken kaum noch erhältlich ist, weil das Zeug halt massenweise abgezweigt wurde, um Crystal daraus herzustellen. Für den Chemiker ist das relativ offensichtlich, dass das zusammenhängt, weil die chemische Struktur halt relativ ähnlich ist. Ansonsten gehe ich darauf jetzt gar nicht weiter ein, weil das ist als Chemiker ist es durchaus spannend, als interessierter Laie kann man das zur Kenntnis nehmen, aber es gibt andere Kategorien, die spannender sind. Genau, was ist hier unten aufgeführt? Das ist richtig, ja, wobei im Prinzip bei Suchtwirkungen die Substanzen, die hier aufgeführt sind, ich glaube, dass die Substanz, die am ehesten abhängig machen kann, ist das hier aufgeführte Koffein. Ansonsten Substanzen wie LSD, Psilocybin ist relativ harmlos. Die Opiate sind jetzt hier gerade nicht mit dabei. Die werden dann nochmal spannender, gerade was körperliche Abhängigkeit angeht. Aber auch bei Koffein sollte man das Risiko der körperlichen Abhängigkeit mit allen Entzugserscheinungen nicht ganz vergessen. Das ist auch nochmal so ein Phänomen, aber ich gehe hier erst nochmal durch. Die Klassifizierung in harte und weiche Drogen kann man machen, macht mir schrecklich wenig Sinn. Es hat seinen Ursprung im niederländischen Opiumgesetz, das Niederländer unterscheiden, auch qua Gesetz. Sie haben zwei Anhänge in ihren Drogen gesetzt, harte und weiche Drogen. Cannabis ist zum Beispiel bei der weichen Drogen. Es bringt nur schrecklich wenig. Also diese Unterteilung, sie ist nirgendwo mal objektiv festgeschrieben. Deswegen auch beliebig unseriös, weil sich jeder das Ding drehen kann, wie er Bock drauf hat. Die einen sagen dann, na gut, Cannabis ist eine weiche Droge, deswegen
verfolgt man die nicht ganz so sehr, aber da müsste ich eigentlich Alkohol und Tabak auch mit dazu packen, weil sonst wäre es ja unlogisch, aber wenn man sich objektiv das klassifiziert, merkt man, ich kann Alkohol nicht auf eine Stufe mit Cannabis stellen, weil Alkohol dann doch deutlich gefährlicher ist oder deutlich höheres Risikopotenzial birgt. Es ist auch so ein bisschen die Unterscheidung zwischen Gut und Böse. Also gerade in der Hanfszene gibt es das gerne. Unser schönes Cannabis ist so eine schöne weiche Droge. Nicht mit dem bösen Heroin zu vergleichen, aber so Schwarz-Weiß-Denken bringt wenig. Was mehr Sinn machen kann, ist eine Unterteilung in hart und weiche Konsummuster. Die geht es halt aber nicht. Was so ein gewisser Kompromiss ist, den die eine oder andere Partei dann eingeht, ist in der politischen Verwendung, dass man von sogenannten weichen Drogen wie Cannabis spricht, was den Vorteil hat, dass das eine offene Formulierung ist und sich der geneigte Leser beliebig viel reininterpretieren kann. Oder halt nicht. Ich meine, Cannabis wäre gefährlich, sondern dass man sagt, so genannt, das impliziert ja, dass es ja ein bisschen automatisch vorgeht. Das ist das nur eine Art und Weise, verstehe ich gar nicht. Also, was meinst du, dass man mit die Arbeit in diesen unbedingten Aussagen, damit sie immer wieder sagen können, was auch immer ist? Ja, das ist, es gibt inzwischen schon. Ich würde das nicht so fragen. Ich würde dann eher sagen, zum Beispiel. Ja, im aktuellen Entwurf für das grüne Wahlprogramm, den die Fachleute da erarbeitet haben, wird komplett verbieten. Der wird dann einfach von Substanzen mit einem Risikopotenzial wie Cannabis, und das ist im Prinzip auch eine schön offene Formulierung, wo man wirklich viel auch noch reininterpretieren kann, wenn man möchte, und man kann diesen Begriff vermeiden. Also im Prinzip eigentlich dieses Wort Risikopotenzial eigentlich das Schönste. Stichwort Risikopotenzial. Wenn ich jetzt unbedingt Drogen in Schubladen stecken möchte, dann braucht er wenigstens einen objektiven Maßstab. Einen objektiven Maßstab hat entwickelt David Nutt und andere. Also David Nutt ist der ehemalige oberste Drogenberater der britischen Regierung und sicherlich, was Drogen angeht, einer der führenden Pharmakologen weltweit. Und er hat mal versucht, ein rationales Skala zu entwickeln und zu schauen, wie kann ich den Drogen die Gefährlichkeit und das Risiko beim Konsum von Drogen messen. Er hat in seiner ersten Studie, ich stelle auch hier weiterhin primär die erste Studie vor, warum werdet ihr sehen, wenn ich ein Bild von der zweiten Studie, die er gemacht hat, die nochmal detaillierter ist, das werdet ihr dann sehen, warum ich mir die erste vorstelle. In der ersten hat er 9 Parameter sich ausgewählt, mit denen er hier angesetzt hat, also akute physische Schäden, chronische Schäden, wie sieht es aus bei intravenösem Konsum, Abhängigkeitsrisiken, aber auch so Sachen wie Gesundheitskosten und soziale Schädigungen. Da das ja mitunter Faktoren sind, die ich nicht im Labor messen kann, also ich kann vielleicht noch irgendwelche Tierexperimente machen und denen irgendwelche Opiate füttern oder in unterschiedliche Drogen füttern und gucken, ob die irgendwie abhängig werden, wobei allein das schon ein sehr, sehr fragwürdiger Konstrukt ist, weil der Mensch ist keine Ratte, der im Labor lebt, sondern ein Wesen, das auch in gewissen sozialen und kulturellen Einflüssen ausgesetzt ist, die auch beim Thema Abhängigkeit eine hohe Wirkung haben. Also allein das Ritual bei Rauchern ist, glaube ich, ein ganz, ganz wesentlicher Mechanismus, also dass man zusammen dann aus dem Haus geht rauchen, dass man dann gute Nachtzigarette raucht. Also da spielen ganz andere Sachen noch mit rein, die man so nicht nachbilden kann. Weil man diese Faktoren halt nicht gut messen kann, hat er eine Methode gewählt, die der üblicherweise gerne gewählt wird bei solchen Dingen. Das ist die Delphi-Methode. Er hat einfach Experten befragt. Also hat sich einfach quasi an seiner Uni, aber auch Großbritannien weiter Format, quasi das Telefonbuch aufgeschlagen und mal geschaut, welche Leute sind da, die irgendwas mit Abhängigkeit, mit Drogen zu tun haben. Also sei das Streetworker, sei das Psychologen, sei das Pharmakologen, alles querbeet. Und hat den, wenn es mal ganz einfach ausgedrückt, gebeten, naja, verteilt doch einfach mal 0 bis 3 Punkte für jeden einzelnen dieser Faktoren. Ich mittel das dann noch. Und die einfachste Möglichkeit, das darzustellen, ist, das einfach aufzusummieren und dann ein Ranking draus zu machen. Aber jetzt vielleicht erst noch mal eine Frage. Das geht eigentlich in die Richtung psychische Abhängigkeit. Und zwar, also den Pavlovschhund als tierisches Versuch für psychische Abhängigkeit darzustellen. Die Frage ist, wie weit das auch mit Drogen gemacht wird, dazu kann man den Forschenden und Tieren. Ja, insbesondere bei
wenn man dann auch sieht, wie schlicht und ergreifend auch politisch zweckentfremde derartige Studien dann gemacht werden. Also es gibt auch schöne Experimente, wo sie irgendwelchen Ratten ein THC in ihrer Jugend gespritzt haben, einer Kontrollgruppe nicht, wo die sich dann später auf einem höheren Heparin-Level eingependelt haben. Und daraus wurde dann in der Zeit, also nicht der Bildzeitung, sondern der Zeit, also angeblich auch so seriösen Blatt, plötzlich das Ding von der Tüte zur Spritze, die These Cannabis ist eine Einstiegsdroge, bekommt jetzt doch noch Unterstützung aus der Forschung, was halt vollkommen absurd ist, insbesondere weil die meisten Cannabiskonsumenten nie in ihrem Leben mit Heroin überhaupt in Kontakt geraten und deswegen allein diese Analogie allein an der Stelle schon versagt. Zurück zum Ranking von David Nutt. Also, das ist das Listing, also es beginnt mit Heroin, Kokain, dann kommen Schlafmittel, Methadon, in Klammern, zu Bedingungen des illegalen Marktes, also das ist nicht das unter den Bedingungen, wenn ich es vom Arzt bekomme. Dann kommt schon Alkohol auf Platz 5, auf Platz 9 Tabak, Cannabis auf Platz 11. So Sachen wie Ecstasy, sehr weit unten. Ja. Das ist was nicht überrascht, ist die Lösung, das ist zwar nicht der Renner, aber das ist dermaßen schädlich. Ja, da muss man sich das dermaßen haben muss, dass die Schädlinge weniger schädlich sein, wenn die Kammer ist, also das ist eine Sache. Ja, man muss sich dann genau, also wenn man das. Das will machen. Nee, man muss sich, wenn man die Studie sich anschaut, man muss das halt schon, wie gesagt, ich hatte ja beschrieben, dass das die möglichst einfache Darstellung dieser Daten ist. Also das ist einfach, damit man hier mal als Vortrag einfach mal so grob wiedergeben kann, wenn man sich natürlich genau anschauen möchte, wie sind die einzelnen Faktoren zusammengesetzt, sollte man sich die Studie, die auch frei erhältlich ist, einfach mal anschauen und dann merkt man, wie diese Einzelpunkte. Ja, wobei zum Beispiel bei vier Substanzen, die bei der unten stehen, auch zum Beispiel der Faktor der Abhängigkeit relativ komplett wegfällt, weil abhängig waren zum Beispiel Substanzen wie Heroin, Alkohol, Tabak, bei LSD fehlt diese ganze Palette der körperlichen und physischen Abhängigkeit. Sachen wie Heroin haben zum Beispiel nochmal überhaupt die Möglichkeit, ein paar Punkte zusammen im negativen Sinne, weil sie intravenös konsumierbar sind, was bei vielen anderen Substanzen auch nicht der Fall ist. Wie gesagt, das ist jetzt die einfachst mögliche Darstellung, außer eine zweite Studie ist dann nochmal deutlich komplexer. Was aber auf jeden Fall erkennbar ist, wenn man jetzt sich über die Frage stellt, haben wir eine objektive Drogenpolitik, ist diese Unterteilung unserer Substanzen, die wir sie heute haben, denn irgendwie nachvollziehbar, wenn man mal so einen halbwegs objektiven Maßstab anlegt. Natürlich ist das nicht perfekt, aber es ist das Beste, was wir haben. Das ist im Prinzip so ein bisschen das Dilemma, in dem man steckt. Wenn man sich, ich habe hier mal nebenan farblich dargestellt, den rechtlichen Status der einzelnen Substanzen. Schwarz sind Substanzen, die praktisch verboten sind. Grau, Medikamente, grün, Sachen wie, wenn ich 18 bin, frei erhältlich sind, Lösungsmittel, das war sogar noch früher. Was man auf jeden Fall sieht am Muster ist, es gibt kein Muster. Also wenn ich dieses Ranking anlege, merke ich, dass zwischen dem Risikopotenzial, das Experten ermittelt haben, oder wie sie diese Substanzen einschätzen, und dem rechtlichen Status, kein Zusammenhang existiert. Das ist sogar die eine Erkenntnis. Eine andere, die habe ich jetzt auf der Zugfahrt nochmal zurechtgeschustert, sollte man nicht vergessen, wenn da zum Beispiel Heroin bewertet wird, ist das eine Bewertung der Substanz, wie sie derzeit im Schwarzmarkt verfügbar ist. Wenn ich mir die Risiken mal im Detail anschaue, ich habe mir das mal geguckt, also das sind diese ganzen Einzelwerte, also physische Schäden, akut, chronisch, intravenös und die sechs anderen Faktoren. Und ich habe mal gedacht, okay, ich schaue mir mal diese einzelnen Faktoren an und dann schaue ich mal, wie die sich wohl verändern würden. Also das ist eine persönliche Einschätzung von mir, das ist nicht komplett objektiv, aber ich erkläre das auch gleich, wenn ich auf die einzelnen Punkte kam. Wie verändern sich diese Faktoren? Also beispielsweise sind die akuten Schäden von legalen Heroin im Vergleich zum illegalen weitaus weniger dramatisch. Unabhängig im Vergleich zu anderen, aber erstmal rein, wenn ich den illegalen Heroin anschaue, wenn ich den illegalen Heroin anschaue, gerade die Briten wissen da eine ganze Menge drüber, weil der Heroin nie, auch was die Abgabe abhängig angeht, nie so massiv eingeschränkt wurde, wie es in Deutschland war, dann weiß ich, die akuten Schäden sind deutlich geringer. Die chronischen Schäden sind doch mal sehr viel geringer. Also allgemein sind die Opiate unter medizinischen Bedingungen gesehen
Krankenhäuser oder Schmerzmittel eingesetzt werden, die physisch nicht davon tragen, das steckt unter ferner Liefen. Aber in jedem Pharmakologiebuch nachlesen, das ist durchaus spannend, dass zum Zusammenhang, dass auch mit der Bevölkerung einen so miesen Ruf haben, obwohl sie gerade als Schmerzmittel sehr sinnvoll sind. Der intravenöse Konsum ist auch deutlich weniger risikoreich, wenn ich eine saubere Substanz habe, wenn ich weiß, wie Wirkstoff drin ist. Weil die meisten Risiken mit intravenösen Konsum, die ich habe, ist, ich weiß, wie viel Wirkstoff drin ist, ich spritze mir das Zeug, was drin ist, ist drin, und wenn es zu viel war, habe ich ein Problem. Was die physischen oder was die Abhängigkeitsfragen angeht, da gehe ich mal davon aus, okay, das wird sich erstmal nicht groß ändern. Was ich aber auch weiß, ist, dass zum Beispiel die Gesundheitskosten, die sozialen Schäden, Beschaffungskriminalität, Ansteckung mit Hepatitis, HIV, tödliche Überdosierung etc., das würde sicherlich weniger werden, das würde deutlich weniger werden. Das ist auch evident, wenn man sich beispielsweise in Untersuchungen anschaut, zur Methadonabgabe oder die Studie zum Heroinmodellversuch in Deutschland, da ist es vollkommen klar. Also die Schweizer haben mal ausgerechnet, für jeden Euro, den sie in dieses Programm investiert haben, in ihr Heroinmodell, haben sie 2 Euro rausbekommen, weil sie weniger Kosten in der Strafverfolgung hatte, Gesundheitskosten, weil das sollte man nicht unterschätzen. Also man so eine Hepatitis oder HIV-Infektion, das ist für das Gesundheitssystem echt teure Sache. Deswegen ist jede getauschte Spritze, die eine Infektion möglicherweise behindert hat, verdammt schon mal ihr Geld wert. Jetzt habe ich das Ganze nach diesem Schema, habe ich diese Werte ein bisschen mir zurechtgeschustert, habe das mit dem zusammenaddiert und habe das mal hier eingefügt. Also die Ketamine sind jetzt mal rausgeflogen, weil ich das drüber gelegt habe. Wenn ich Heroin legal in dieses Ranking mit einbastel, landet das hinter Alkohol. Man kann sicherlich, was die Einsatzfaktoren angeht, noch ein bisschen rumdiskutieren, aber dieser dramatische Absturz von 8,32 Punkten auf 5,37 zeigt schon mal, dass die Illegalisierung bei vielen Substanzen einen nicht kleinen Teil der Schadenspotenzial ausmacht und dann auch das Ranking. Wenn ich das mit den anderen Substanzen, die Kokain auch nochmal machen würde, mit Methadon, könnte ich vermutlich die gleichen Reduktionen anlegen wie bei Heroin, dann haben wir plötzlich Alkohol da drin. Und Tabak, relativ gesehen, auch relativ weit oben. Das nur so als eine wichtige Nachricht. Das ist jetzt, so sieht der ganz zweite Studie aus. Man sieht, es ist doch deutlich komplizierter geworden, mit ganz, ganz vielen Faktoren. Ich glaube, inzwischen sind es 16 Stück. Was ja erstmal gut ist, weil genau einzelne Kritikpunkte auch aufgenommen wurden. Er hat auch eine gewisse Gewichtung reingebracht mit den unterschiedlichen Faktoren. Das Problem ist, es wird dann irgendwann schrecklich kompliziert. Was sich verändert hat, ist erstmal auf Platz 1 mit Abstand. Das war seine zweite Studie Alkohol gelandet. Heroin, Crack, Methamphetamin, Kokain, Tabak, Amphetamin, Cannabis. Also hinten raus hat sich gar nicht so viel verändert, aber der Schritt hier vorne ist passiert. Kann man sich dann auch im Detail anschauen, woran das liegt. Beispielsweise ist es beim Alkohol auch die ganz enormen volkswirtschaftlichen Schäden, die angerichtet werden. Wobei die illegalen Drogen zum Beispiel noch mal ein paar Punkte drauf bekommen haben. Wie sieht es mit Umweltschäden aus? Kokainherstellung ist derzeit weniger praktiziert, das ist eine unglaubliche Sauerei, wo unglaublich viel Chemie im Tunnel eingesetzt wird und nicht allzu viel Standards beachtet werden. Auch ist zum Beispiel der Punkt internationale Schäden, also Destabilisierung von anderen Staaten, auch hier mit einberechnet. Also das ist wirklich eine Bewertung nicht nur des persönlichen Risikos, sondern wirklich des Gesamtschadens, den diese Substanz anrichtet. Und da merkt man auch, wo man vielleicht verstärkt anpacken sollte und welche Substanzen einfach, was die Gesamtbetrachtung angeht, bedeutungslos sind. Also natürlich ist zum Beispiel LSD eine enorm potente Substanz, was ihre Wirkung angeht, die gesamten Probleme, die wir damit haben, geschenkt. Wir haben damit keine Probleme, es taucht in keiner Suchthilfe-Statistik irgendwas Einzelabbrock auf. Da sind nur die vorderen Substanzen im Prinzip so ab. Cannabis werden überhaupt nur aufgeführt, weil der Rest ziemlich, ziemlich irrelevant ist. Was nochmal eine Vereinfachung ist, die Sache nochmal ein bisschen eine gewisse Erklärung bietet oder ein bisschen Anschaulichkeit bietet. Diese Faktoren, die er hat er, kann man auch unterteilen in 2 Gruppen. Einmal Schaden, der beim Konsumenten angerichtet wird, und das andere ist Schaden, den zwei anderen anrichtet.
oder merkt man auch gerade beim Alkohol, ist auch der Anteil der Fremdschädigung enorm. Ein Großteil aller Unfälle, die es gibt, die irgendwie mit Drogen im Zusammenhang stehen, das geht wegen Alkohol. Das ist und bleibt, das ist der größte Punkt. Wenn es um Gewalt geht, Alkohol ganz weit vorne mit dabei, während das bei anderen Substanzen eine deutlich geringere Rolle spielt. Und selbst bei Substanzbeherrung und Crack ist auf jeden Fall das Verhältnis der Fremdschädigung zu Eigenschädigung nicht so dramatisch wie bei Alkohol. Ihr habt gemerkt, so viele Faktoren, deswegen ich durch die Studie nicht mal Details vorstellen, das würde den Rahmen gesprengt. Eine Frage. Wenn ich noch mal kurz auf die Folie vorher gehen, ich habe da noch eine Frage. Die letzten drei Punkte, International Damage, Economy Cost und Community. Also International Damage habe ich nicht ganz verstanden, was ist das? Also dass ich Schaden zufüge, wenn ich dieses Zeug produziere oder wie? Nee, weil diese Substanz in ihrem gesamten Ablauf von der Produktion über den Handel bis zum Endverbraucher, weil das einen Schaden anrichtet, weil beispielsweise durch die Konsumentengelder in den USA der Bürgerkrieg oder der innerstaatliche Konflikt in Mexiko finanziert wird und das zur Destabilisierung einer ganzen Region beigetragen hat, dass wir so internationaler Schaden angerichtet wird. Also genau, also unsere Drogengelder hier, das ist alles, fließt alles in die Portokasse. Und sonstige Gruppen gestalten, Warlords etc. Die Economic Costs, das ist wirklich also einfach sozusagen der volkswirtschaftliche Schaden im ganzen Punkt. Der ist einfach beim Alkohol besonders hoch. Also einfach, wenn die Leute sich halt krank werden, sterben, arbeitsunfähig werden. Und zuletzt der Community Cost, dass man glaube ich einfach so eher so die sozialen Probleme, die dadurch auch mit entstehen. Wie gesagt, ich empfehle auch hier, die Studie ist auch frei erhältlich, die Daten, wie diese einzelnen Punkte sich zusammensetzen, kann man sich auch zubringen lassen. Sind da recht offen. Kann man sich da nochmal sehr im Detail anschauen, ist durchaus spannend zu sehen. Ich glaube, wenn man sich da nochmal diese einzelnen Schäden anschaut, welche Drogen spielen da überhaupt eine Rolle, weil da merkt man halt auch, also wirklich was Gesundheitskosten und Sachen angeht, da brauche ich nicht viel Substanzen, die da eine Rolle spielen. Oder kann ich diese ganzen Sachen wie Kat und Methadon und LSD, das spielt halt einfach, wenn ich einfach schaue, welche Schäden in Euro und Ziffern da sind, bedeutungslos. Da haben wir Tabak, da haben wir Alkohol, da haben wir Heroin und dann wird es schon ganz schnell ziemlich dünn. Ja, kann spielt ja sowas immer noch in Somalia und Südarabien ein bisschen davon. Ja, wobei Kat auch tonnenweise nach Deutschland importiert wird. Also es spielt, also das ist das Spannende dran. Also ich lese regelmäßig Artikel, dass wirklich ganze Transporter von mit Kat, die zum Beispiel aus Dänemark kommen, wo das frisch eingeflogen wird, in Dänemark ist es legal, nach Deutschland gebracht wurde, dass wirklich alles in Tonnenmaßstab geschmuggelt wird und die Leute hochgenommen werden. Es interessiert aber keinen Menschen. Ich habe noch nie einen BK-Präsidenten oder mit Drogenbeauftragten über Kat reden gehört, weil es interessiert einfach keinen Menschen. Gut, die Harmlosigkeit, also ich meine, wenn man irgendwo ein LSD-Labor hochnehmen würde, dann wäre plötzlich so, wir haben die große Vergiftung der Bevölkerung verhindert. Ecstasy wird auch immer wieder durch die Medien gejagt als absolut Killer-Droge. Da ist klar, dass objektive Risiken mit Berichterstattung zu tun haben. So viel einfach nochmal zur Landstudie. Eine Frage zur Folie war, ich habe noch eine Zeit angeschaut, die Frage ist, wie wird die Demand for Others, wie wird das erhoben? Also sind das einfach Studien, gesellschaftliche Studien von Sozialarbeit oder sind das Befragungen von Leuten, wo man sagt, hier, wie sieht das bei euch aus mit dem Leben? Ja, das sind im Prinzip wieder genau diese Zahlen hier. Ach, das ist dann umgerechnet. Der wird einfach, wo einfach gewisse Faktoren, also im Prinzip so die ersten, ich glaube, 8 Punkte sind einfach Schäden, die bei mir angerechnet werden und alles andere sind Schäden, sind Fremdschäden. Das ist eine neue Gruppierung. Ja, also im Prinzip eine grobe Gruppierung, deswegen nehme ich die weiter, erkennt man dann noch ein bisschen was. Auch das wurde wieder mit dieser Delphi-Methode abgefragt, eine Frage geboten, die, was ich meine, Indiz ist, dass die nicht ganz schlecht ist, die Methode, die Korrelation zwischen den Antworten war sehr, sehr hoch. Also die Leute waren sich relativ einig, die ganzen Fachleute mit ihren Antworten, was für mich zumindest mein Indikator ist, dass das jetzt keine exotische Meinung sind, sondern dass wirklich hunderte Experten im Bereich Drogen sagen,
und haben das wohl eine gewisse Aussagekraft. Wie gesagt, natürlich ist das ein Problem, weil es ist nicht komplett objektivierbar. Aber es sind die besten Maßstäbe, die wir haben. Das sind auch durchaus Sachen, die einer, der damit gearbeitet hat, hat auch für die Europäische Beobachtungsstelle für Drogen- und Drogensucht gearbeitet. Also man versucht auch verzweifelt, überhaupt mal so einen Maßstab zu entwickeln, auch in der höchst offiziellen staatlichen Drogenpolitik. Jetzt nochmal zur letzten Klassifizierungsmöglichkeit. Wie sieht es denn mit der Wirkung aus? Da gibt es zwischen eine ganze Menge lustiger bunter Bildchen mit unterschiedlichsten Achsen, wo das dargestellt wird. Das kann man vor Einzelnutzungsarten sehr schön machen. Also zum Beispiel, wenn man Cannabinoide, also unterschiedliche Cannabis-Wirkstoffe, klassifizieren möchte oder vergleichen möchte, gibt es inzwischen schöne Schemata mit irgendwie 8 unterschiedlichen Achsen, was für Wirkung das haben kann. Das hier ist jetzt mal relativ einfach mit nur 2 Achsen. Auf der einen Seite gibt es die Stimulantien, auf der anderen Seite gibt es die Downer, auf der einen Achse, auf der horizontalen, auf der vertikalen gibt es die halluzinogenen Substanzen und die Antipsychotiken. Schauen wir uns das mal im Detail an, um das mal ein bisschen besser zu verstehen. Also ich kann es natürlich nur endlich vergrößern. Also zum Beispiel bei stimulierenden Substanzen ganz klar, die wirklich nur auf dieser Achse liegen, sind so Sachen wie die Amphetamine, Kokain, Ephedrin. Wenn man dann sehen möchte, was gibt es denn für Substanzen, die noch gewisse andere Effekte haben, also wo es zum Beispiel Halluzinogen gibt, also ein bisschen weiter unten sind, da beginnt also zum Beispiel das Koffein, was relativ spannend ist und alle ähnlichen Substanzen, weil auch massiver Koffeinkonsum kann zu Halluzinationen führen, wenn halt auch nur im sehr, sehr geringen Maßstab. Weiter untergehend gibt es dann halt auch gewisse Amphetamin-Derivate, zum Beispiel das MDMA, das was früher als Ecstasy verkauft wird, oder wo sich jeder, wenn Ecstasy kauft, hofft, dass es drin ist. Das sind dann Substanzen, die wir mal zusätzlich, also die nicht einfach nur wach und aktiv machen, sondern auch gewisse psychoaktive Effekte haben, Richtung nicht nur Halluzinogen, aber auch Entergogen, also die Gefühlswelt beeinflussen, die auch deutlich mehr machen als nur wach. Bis hin dann Substanzen wie DMT, LSD, Psilocybin, die bis zum gewissen Punkt, also zumindest dafür sorgen, dass man nicht mehr verschlafen kann, aber hauptsächlich Halluzinogen wirken. Das ist der eine Pol, was man, weil ich auf der Grafik auch gerade noch zeige, weil es ganz schön ist. Es gibt hier exakt in der Mitte, circa, steht das Cannabis, was unterschiedlichste Wirkung haben kann. Und auf der vertikalen Achse, ist ein bisschen weiter unten, Richtung Halluzinogen, ist das THC aufgeführt, als ein Wirkstoff von Cannabis. Und nach oben, bei den antipsychotischen Substanzen, ist das CBD, ein anderer Cannabis-Wirkstoff, aufgeführt. Allein dafür ist diese Grafik schon mal großartig, weil man damit genau sieht, wenn, wie wir es in den letzten Jahren beobachtet haben, der THC-Gehalt, zum Beispiel niederländischen Cannabis, hochgezüchtet wird, ist es eine ganz natürliche Folge, dass der CBD-Gehalt sinkt. Damit verschiebt sich auch das Verhältnis zueinander. Und deswegen ist, wenn man Cannabis raucht, heutzutage deutlich mehr dieser halluzinogene Effekt mit dabei und weniger dieser dämpfende antipsychotische Effekt, was zum Beispiel ein Erklärungsmuster gibt. Dafür ist auch, warum vermeintlich oder real, diese Statistiken sind alle mit Vorsicht zu genießen. Ja, man schläft nicht so schnell ein, aber dass auch manchmal Leute eher gewisse psychische Probleme haben oder mit gewissen psychischen Problemen, das kann man in Verbindung bringen, liegt mit nicht daran, dass der THC-Gehalt einfach so mäßig gestiegen ist oder zumindest einzelne Sorten auf dem Markt sind, die relativ potent sind, sondern dass das Verhältnis sich gewandelt hat, was eine ganz logische Schlussfolgerung daraus ist, weil wenn man sich die Pflanze anschaut, dass das THC-Gehalt hochgezüchtet, aber es ist eher das Verhältnis zueinander, das diese Wirkung ausmacht. Während wenn man zu viel CBD in den Pflanzen hat, das macht dann hauptsächlich Kopfschmerzen und halt nicht diese gewünschten, zumindest bis zu einem gewissen Punkt gewünschten halluzinogenen Effekte. Wenn man noch ein bisschen weiter geht, ich gehe ein bisschen nach oben, dann sind zum Beispiel bei diesen antipsychotischen Sachen sind halt relativ viele, also klassische Beruhigungsmittel aus dem Bereich der Benzodiazepine enthalten, die dann auch, ja, also wie man vielen Einzelnen sagen könnte, aber die auch ein bisschen
Spektrum abbilden von stimulierenden, also zusätzlich noch einer stimulierenden Komponente oder zusätzlich noch einer dämpfenden Komponente. Was auch primär dämpfend ist, das ist halt im gelben Bereich, zum Beispiel der Alkohol, der Ether, bis hin zu bei den Downern die ganzen Opiate, die hier im gelben Bereich noch aufgetaucht sind. Und dann geht das hier noch weiter runter, bis hin zu Substanzen, die sowohl Betäubungsmittel sind, also wie beispielsweise unterschiedliche Schmerzmittel, aber auch die handelt sich mit jeder Komponente dabei haben. Da ist ein Musterbeispiel das Ketamin, was also sowohl Freizeit- und Genusskonsum gebraucht wird, aber auch als Medikament im Einsatz ist, weil es sowohl richtig eingesetzt, zum Beispiel von Notärzten, sowohl die Leute abschießt bezüglich, sie haben keine Schmerzen mehr, sind ruhig gestellt, aber auch gleichzeitig nicht mehr so stark als Downer wirkt, dass auch der ganze Kreislauf runtergeht. Deswegen ist es bei Notärzten ein sehr, sehr beliebtes Medikament. Wenn man das auch gespritzt bekommt, also ich hatte zum Beispiel das Vergnügen, das zweimal abzubekommen, wenn meine Schulter ausgekugelt war, da war das wirklich so ein kleiner Fall von so Filmriss, also man ist kurz komplett weg, man ist so weit entspannt, dass die Schulter halt wieder reinflutschen kann. Man ist dann aber auch wieder da und ist dann so ein bisschen diesig. Also es ist auch eine sehr spannende Substanz, ohne dass man so weit abgeschossen wird, dass irgendwie man Probleme mit der Atmung bekommt, wie es zum Beispiel bei den Opiaten der Fall wäre. Also das muss man also nochmal so eine Kraft darzustellen, wie man Drogen so einordnen kann und wie man auch gewisse Verwandtschaften ganz schön darstellen kann. Wie gesagt, es gibt bekannte Bilder über jede Nummer, sehr viel spezieller und inzwischen auch in vielen weiteren Varianten. Ich finde das immer recht schmuck. Ja. Kurze Frage, also zum Beispiel so ein Stimulanzmittel kann ich zum Beispiel, ich sage mal, nicht angeben, mir Antrieb geben. Und so ein Depressanzmittel beruhigt mich ja, also hält mich ruhig. Ja. Halluzinogen stelle ich mir vor. Ich will nur wissen, ob ich das richtig gewählt habe, dass ich zum Beispiel Dinge sehe, die von denen, ich sage mal, der normale Mensch, also der nicht unter Einfluss ist, Dinge sehe oder wahrnehme, die es so nicht gibt. Was ist aber bei der Antipsychotika? Wie ist das? Wie ich dann, was ist das Gegenstück sozusagen? Okay, also erstmal bei den Halluzinogenen, also man sollte insofern klar unterscheiden, es gibt Substanzen, die wirklich echte Halluzinationen hervorrufen, also dass man wirklich. Also muss ja vielleicht bis zum Beispiel das Seilwindige nur rum, also da, wenn man sich davon zu viel gibt, kann man wirklich sagen, im Glauben gelangen, dass die Welt, wie man sie bisher kannte, aufhört zu existieren, wenn man endgültig wahnsinnig geworden ist. Das ist halt aber wirklich so wie das, die potentesten Sachen, die es da gibt, während bei vielen anderen Substanzen, also gerade bei Cannabis, es Pseudo hat, also wenn dann Pseudo-Halluzinationen sind, also man ist sich durchaus auch bewusst, das ist nicht real, man hat zwar irgendwie Wahrnehmung, aber man weiß noch, es gibt noch Realität und irgendwie passt das doch irgendwie, man hat das Gefühl, man kann auch wieder ganz gut zurückkommen. Das Gegenteil, gerade bei den ganzen Benzos, das sind halt wirklich Substanzen, die einen beruhigen, beim Einschlafen helfen, Ängste nehmen, deswegen auch ganz gut das Antidot wirken können, wenn man zum Beispiel irgendwelche Leute hat, die irgendwie gerade Zauberpilze gegessen haben und damit nicht klarkommen, die auch so eine gewisse Art. Naja, eine große Portion leck mich am Arsch ist da in der Packung drin. Also das sind Substanzen, die im Zweifelsfall wirklich so wirken, dass man vom Bewusstsein her eigentlich noch vollkommen klar ist, also so die Reaktion ist vollkommen da, aber man ist einfach, was die Gefühlslage angeht, vollkommen gleichgültig. Also es könnte neben dran, könnte jemand abgestochen werden, man würde das Ganze dann mitbekommen, okay, der wird jetzt abgestochen, das passiert, ich kann das nicht blut und so, der schreit. Aber man würde halt mit wieder dieser Nüchternheit beschreiben. Was auch vielleicht so ein bisschen erklärt, warum das gerade bei als Mother's Little Helper, also so als Antidepressiva, als Droge der Hausfrau, der Menschen, die vielleicht in einer gewissen Lebenssituation sind, wo sie vielleicht nicht raus können, einfach ein bisschen scheiße ist und denen einfach eine große Portion Gleichgültigkeit für die das positive Effekt ist, das erklärt vielleicht ein bisschen, warum die auch da dieses Abhängigkeitspotenzial bergen, weil man gewöhnt sich halt irgendwie dran und es ist ganz gut, dass man gerade nichts empfindet oder sonst wäre scheiße. So, ich habe auch noch Fragen. Ja, gerade im Bereich Cannabinoide, also wird ja immer unterstellt, dass bei den, ja, bis vor kurzem Händlern oder wie auch immer, noch
hinterherhinkt, aber immer noch kann man den Sport, bei den Kräuter oder sogenannten Kräutern nicht schauen. Also das kann man die Initiativen ja aufgeführt werden. Das ist ja dann nur möglicherweise ein ähnlicher Wirkmechanismus, der da sein könnte, weil das ist ja dann eine unterschiedliche Mischung von Naturstoff, von Chemie, entweder so oder so oder gewix, also das ist ja nicht genau definierbar, warum man dann einfach von Cannabinoiden sagt, weil die Wirkung ist ja auch nicht identisch. Also ich meine, die Wirkung ist ja querbeet, ist die Wirkung von Engelstrompete, wenn man die nehmen würde, oder von vielleicht Mescalin oder von Psilocybin dabei. Also querbeet alles, also am wenigsten eigentlich von Cannabis oder von dem, was man klassisch als Cannabinoide bezeichnen würde, von der Tafel her, den THC und die Verwandtenstoff aus dem Hanf, aus dem Hanfprodukt, ja, aus dem Cannabis in die Sativa oder so. Ja. Also das ist ja auch wieder pseudowissenschaftlich oder was. Oder einfach nur eine Erstellungsgeschichte und dann Cannabis war der Verruf, weil die Kräutermischung da sehr Teil Wirkung haben von ganz Schimmer, ja, bis hin, naja, ist doch immer noch vertretbar oder so. Ja. Wie gesagt, man kann es halt nicht definieren, was für Stoff oder für Stoff sind, weil es schon schon also gerade was dieser Legal Heiß in der Gemeinde angeht, das heißt, zu dem Begriff der Legal Heiß fällt ja erstmal eine ganze Menge Substanz drunter, da sind sowohl synthetische Cannabinoide drin, als auch ganz andere Stoffgruppen noch, also allein also Piperazine und Kationderivate, also allein das wird in der Debatte schon häufig durcheinander geschmissen. Und wenn man sich dann diese einzelnen synthetischen Cannabinoide anschaut, auch davon gibt es Hunderte, deswegen auch da immer so mal eine Handvoll zu verbieten, eine ziemliche Sisyphusarbeit, also nicht funktionieren wird, oder sich so ein bisschen drogenpolitisch auch einfach so ein bisschen Wahnsinn unseres Systems so ein bisschen deutlicher macht, weil also Substanzen wie Cannabis sind gut erforscht, auch kennen die Risiken ganz gut, aber aufgrund des Verbotes steigen die Leute dann noch irgendwelche Kräutermischungen um, von denen wir schlicht und ergreifend heute keine Ahnung haben, gerade welche mittelfristigen Effekte das auch haben wird. Dass auch da die Bierpalette relativ kundverbot ist, also es gibt sicherlich da eine synthetische Cannabinoide, die durchaus so irgendwo zwischen CBD und THC anzusiedeln sind, aber allein dadurch, dass da Substanzen dabei sind, die um ein Hundertfaches stärker sind als natürliches THC, ist auch vollkommen klar, dass wenn, naja, eine von den Substanzen, mal in diesem Bild gesprochen, ein bisschen nur von dieser Achse abweicht und ein bisschen Stimulanz und ein bisschen Downer-Effekt auch mit dabei hat, aber auf Faktor 100 stärker ist, kann man sich leicht überlegen, wie weit außerhalb wird. Also dass das halt nicht mehr so Mittelfeld, so ein bisschen mäßige Wirkung anzusehen ist, sondern dann gleich gravierende Effekte hat. Also es gibt hier auch eine ganze Menge Berichte von Leuten, die halt wirklich sehr ernsthafte Probleme bekommen haben, allein nur, dass der Kreislauf sehr einfach mal eben schon den Schlapp gemacht hat, also nicht so von wegen so, okay, ich habe jetzt gekifft, ich brauche noch ein bisschen Zucker, ich setze mich hin, sondern ich bin dann in der Intensivstation aufgewacht. Also das ist einfach nochmal ein ganz eigener Bereich. Und das ist richtig, also das ist eigentlich natürlich mit Cannabis quasi nicht mehr zu vergleichen. Also das, ja, das kann man mit gutem Gewissen sagen. Wieder auch da die einzelnen Faktoren sind, wie einzelne Substanzen, wie gut hier erforscht sind, habe ich jetzt auch nicht die Ahnung, weil es auch natürlich anders ist. Ja, wobei das auch also allein das mit den Wechselwirkungen schon allein zeigt, wie schwer überhaupt Cannabis als Pflanze zu verstehen ist, weil auch da sind, ich glaube, 60 unterschiedliche Cannabinoide in der Cannabispflanze drin, die alle ihre eigene Wirkung haben, die aber auch nochmal wechselwirken. Also gerade CBD und THC, so als ein bisschen Gegenspieler, ist nur ein, also das einfachste Beispiel und auch vielleicht das wichtigste Beispiel. Aber was da sonst noch so eine einzelne Wechselwirkung mit vorhanden ist, das ist bis heute noch unerforscht, da ist man noch sehr, sehr vorsichtig am sich rantasten. Und auf jeden Fall sind vielleicht auch Präparate, die nur THC enthalten, halt ziemlich müde Abklatsch dessen, was die Cannabispflanze insgesamt an Spektrum so hervorbringt. So, das erstmal. Also Ideen, wie man Drogen klassifizieren kann. Komme ich nun zu dem Punkt, wie wirken Drogen eigentlich? Auch dazu gibt es zwar relativ einfache Antwort, also wirklich jetzt natürlich an sich nochmal wirklich komplex, aber so eine grundsätzliche Idee, die man mal vermitteln kann, ist, also wir haben ein Nervensystem, das ist im Körper drin, das steuert die Funktion unseres
Körpers. Dieses Nervensystem besteht aus vielen einfachen Zellen und Neuronen. Also hier sind da ganz viele drin, wir kennen alle entsprechenden Bilder, aber auch unser restlicher Körper ist voll von Nervensystemen, also von wirklich ganzen großen Ansammlungen von, also wenn das ist vom Darm, ist die ganze Menge geteilt, das ganze Rückenmark lang. Also das sind wirklich sehr, sehr komplexe Mechanismen. Also das sind nicht nur, hier ist die Zentrale und da laufen ein paar Drähte rum, sondern gerade also alles, was auch so unseren Rücken runterläuft, da ist eine ganze Menge, auch wirklich auch ein Denkapparat dahinter, was auch gewisse Funktionen machen kann, deswegen auch gewisse Dinge auch deutlich schneller funktionieren, also gewisse Reflexe funktionieren dann auch schon, dann muss das Ding gar nicht bis im Hirn angekommen sein, verarbeitet werden und dann reagiere ich, das funktioniert schon deutlich schneller. Und genau, ich habe eine gewisse Kommunikation zwischen diesen Nervenzellen und zwischen diesen Nervenzellen und den Körperzellen. Das funktioniert dann über Synapsen. Meistens sind das chemische Synapsen, auf die beschränke ich mich ja jetzt auch. Wie funktioniert denn das Ganze? Jetzt kommen eine ganze Menge Begriffe, die haben wir alle irgendwann im Biologieunterricht vielleicht mal gehört. Irgendwelche Axons, Rezeptoren, Serotonin, Agonisten, Antagonisten. Was soll das Ganze? Man kann es am Ende vom Tag auf eine Sache unterbrechen. Aber dazu erstmal ein Beispiel, was es zum Beispiel gibt. Es gibt den Wirkstoff Melatonin. Der ist entscheidend für unseren Tag- und Nachtrhythmus. Dieser Wirkstoff wird gebildet in der Netzhaut des Auges. Der wird den ganzen Tag lang gebildet. Und wenn es dann dunkel wird, wird er ausgeschüttet, fließt ins Hirn. Und hat dann noch den Effekt, es macht müde. Es gibt dann auch noch einen beteiligten Neurotransmitter, das ist das Adenosin. Also wenn ich ganz normal so Tag- und Nachtrhythmus habe, wird das dann tagsüber aufgeladen, dann wird es dunkel. Also so war es ja auch mal natürlich, dass es nachts dann richtig dunkel wurde. Es wird ausgeschüttet und ich weiß, ich muss jetzt schlafen. Entsprechend kann man zum Beispiel mit diesem Melatonin oder mit Medikamenten, die auf das System wirken, was gegen Jetlag machen, wo einfach diese innere Uhr durcheinander geraten ist. Und es gibt zum Beispiel einen Blockadestoff, das Koffein. Also das Koffein ist eigentlich keine Substanz, also es hat mehrere Wirkungen, die ja explizit wach macht, sondern eine Substanz, die hier eingreift und verhindert, dass ich richtig müde werde. Das ist auch nochmal ganz spannend zu wissen, dass deswegen man Koffein im Zweifel lieber schon ein bisschen früher anfangen sollte zu konsumieren, nicht erst wenn man müde ist. Dann wirkt es besser. Wo wirkt denn jetzt das Koffein beispielsweise? Da kommen wir in dieser hübschen Grafik aus der Wikipedia, wo das ganz nett dargestellt ist. Was man erstmal oben sieht, dieses gelbe Teil, das ist das Axon, das ist so ein Ausläufer einer Nervenzelle. Und auf der anderen Seite ist ein Dendrit, das ist sozusagen die Andockstelle bei der nächsten Nervenzelle. Und wenn eine Nervenzelle jetzt ein Signal absondern möchte, dann spricht es ein Axon intern an und dann werden da gewisse Neurotransmitter ausgeschüttet. Das sind diese Dinger mit diesen Kügelchen drin. Also diese Neurotransmitter sind natürlich gespeichert, die müssen auch grundsätzlich gebildet werden und kann man schon ein bisschen Einfluss nehmen. Aber dann werden diese Neurotransmitter ausgeschüttet, dann wandern die über den synaptischen Spalt nach unten zu den Rezeptoren. Und bei den Rezeptoren können die dann andocken. Danach der Körper, also die schweben auch noch eine gewisse Weile dazwischen drin und werden dann nach und nach wieder aufgenommen. Der Körper verschwendet ja nichts. Was bringt mir das Ganze jetzt? Na ja, gut, ich weiß. Wenn ich mir das mal ganz einfach mechanisch vorstelle, kann ich mir schon anschauen, okay, wo kann ich denn Einfluss nehmen? Ich könnte zum Beispiel, wenn ich weiß, okay, die docken dann an diese Rezeptoren, geben dann das entsprechende Signal weiter, was kommuniziert werden soll, dann könnte ich zum Beispiel von außen eine Substanz hinzugeben, die auch an diese Rezeptoren andockt und dann die künstlich anregt. Ich kann da sowohl Stoffe hinpacken, die dort eine Wirkung auslösen, allerdings kann ich dort auch Substanzen hinpacken, die zwar diese Rezeptoren andocken, aber dort keine Wirkung auslösen. Ein Musterbeispiel hierfür ist Naloxon. Naloxon ist ein Opioid-Antagonist, also ein Substanz.
Substanz, die an Opioid-Rezeptoren andockt, also an die Rezeptoren auf Morphium, Heroin andockt, sehr viel stärker andockt, also muss ich das auch wieder als ein gewisses Gleichgewicht vorstellen, und wenn ich Substanzen, also die Substanzen, die da schwach koppeln, es gibt welche, die stark koppeln, und Adoption ist so stark, dass es zum Beispiel auch Heroin da verdrängen kann, andockt, aber wenn eine Wirkung zeigt, deswegen man Naloxon als ziemlich risikoarmes Gegenmittel bei Heroinüberdosierung einsetzen kann. Also ich fütter das rein, das Heroin wird verdrängt und damit wird die Wirkung von der Heroinüberdosis aufgehoben. Was ich natürlich auch machen kann, ist, dass ich zum Beispiel hergehe, indem ich diesen Wiederaufnahmeprozess blockiere, also indem ich dafür sorge, dass Wirkstoff einmal ausgeschüttet wird, aber er nicht zurückfließt und ich sozusagen ein Dauersignal erzeugen kann. Und so kann man sich, also das sind einige ganz grundsätzliche Möglichkeiten, da einzugreifen. Dazu auch vielleicht noch ein Beispiel, aber das war auch eine Frage. Ja, zum THC heißt es ja auch, wenn ich irgendwie viel konsumiere, dass es dann auch im Körper sich festsetzt, jetzt zum Beispiel erst einige Zeit braucht zum Abbauen. An welcher Stelle setzt es sich fest? Also sind dann die Wirkstoffe, wenn es heißt, dass sie irgendwo im Körper festsetzen, schwimmen wieder irgendwo zwischen diesen Synapsen, werden die wieder vom Körper aufgenommen und dann dementsprechend auch vom Körper selbst wieder ausgeschüttet werden. Also THC ist noch eine gewisse Weile im Körper nachweisbar, aber nicht wirksam. Also deswegen hat das mit dem nichts zu tun. Da ist ja der Punkt, Cannabinoide, das sind Öle und deswegen lagert sich in Fettgewebe ein, aber explizite Wirkung oder mit dem Bild hat das nichts zu tun. Also es kommt auch jetzt zum Vorschein, wenn jemand dick ist, sehr stark Cannabis konsumiert hat, dann Atemprobleme macht und dann das Fett abbaut, dass sie dann plötzlich ständig schreien, das passiert. Aber immerhin, aber es kann in Dosierung freigesetzt werden, wie so bei Drogentests. Ja, genau das. Also damit kann man auch durchaus mit, zum Beispiel seiner Ernährung durchaus, auch Drogentests. Das kann man auch länger nachweisen. Also lange konsumieren, über die Schiene kann man dann immer so abwechseln. Genau. Und ganz schön halt mit den Haarbeschichten. Da kann man sich noch mit der weißen Form dem Horizont aber. Ja, wie auch alle Substanzen da nachweisbar sind. Also ich kann auch im Prinzip, wenn ich die Haare analysiere, auch nachweisen, ob jemand ein sehr starker, regelmäßiger Alkoholkonsument war und wann das war. Also der Körper vergisst das zwar nicht, aber es ist nicht mehr wirksam. Also das ist die meisten. Quasi alle Drogen haben erstmal ihre Wirkung und dann werden sie abgebaut und dann sind sie unter einer gewissen Wirkschwelle untergeklappt und wie lange der restliche Abbau dann noch dauert, da wirkt nichts mehr. Wenn ich mir dieses Bild der Synapse, wie ich es beeinflussen kann, akzeptiert habe, dann ist es auch relativ leicht, sich anzuschauen, wenn ich wissen will, wie eine gewisse Droge wirkt, muss ich mir einfach nur folgende Frage stellen. An welche Rezeptoren bindet diese Substanz? Wie stark ist diese Bindung? Und wo sitzt der Rezeptor? Also für welche Funktion ist er zuständig? Die nächsten kann man sich dann auch noch fragen, wie kann die Substanz dorthin gelangen? Also wir haben das zum Beispiel gesehen, also Heroin wirkt stärker, weil es besser ins Hirn kommen kann als das Morphium. Wie dann bleibt die Substanz im Körper, also in der Konzentration? Die wirkt. Ich kann auch den Abbau dieser Substanz zum Beispiel beeinflussen, beabsichtigt oder unbeabsichtigt. Ein Musterbeispiel dafür ist zum Beispiel bei MDMA, gibt es einfach aufgrund von gewissen genetischen Mutationen, sind bei manchen Menschen die Abbaumechanismen von MDMA sehr, sehr schnell. Also der Stoffwechsel das relativ schnell abbauen, deswegen, wenn diese Menschen normale MDMA-Dosis konsumieren, quasi keine Wirkung spüren, was gleich wieder weg ist. Während es auf der anderen Seite auch ein bisschen Prozentsatz in der Bevölkerung gibt, das sind sogenannte Pur-Metabolizer, also wo die Metabolisierung der Substanz relativ langsam stattfindet und die sich relativ leicht überdosieren können mit MDMA, weil es halt nicht seinen gewohnten Gang nimmt. Das sind zum Beispiel Drogengefahren, die man ganz konkret mit einem ganz einfachen G-Test im Vorfeld abklären könnte, bevor die Leute das Petroide einfach ausprobieren. Aber zurück zu den drei Primärfragen. Nehmen wir mal ein anderes Beispiel, die Opioid-Rezeptoren. Also die Rezeptoren, wo Heroin andockt, wo Morphium andockt, wo körpereigene Stoffe andocken. Und da gibt es einen ganzen Schwung an unterschiedlichen Untertypen, in diesem
1, Typ 2, es gibt eine Kappa, es gibt einen Delta-Rezeptor, die wiederum an unterschiedlichen Stellen sitzen und dort unterschiedliche Wirkungen haben. Was man immer mit dabei hat, ist die schmerzstillende Wirkung, sowohl wenn es im Hirn ankommt, als auch spinal, also im Rückenmark oder auch in der Peripherie. Ich habe dann, je nachdem, welche Opiate ich habe, binden die auch nochmal unterschiedlich stark an diesen Untertypen an. Manche binden dann nur an einen, andere an mehreren. Und so habe ich beispielsweise Sachen wie in der NMÜ2 bin, dann habe ich dort ein ganz akutes Problem, dass ich eine Atemdepression bekommen kann. Ich habe relativ häufig diese Magen-Darm-Wirkung, also dass ich Verstopfungen bekomme. Ansonsten bin ich da ein bisschen überfragt, weil ich habe Fazit ziehen.
extrem. Also, man könnte es bis zum falschen psychotischen Schub oder verbale Schizophrenie oder schizophrenen Schub, also so eine Umschreibung. Ja, wobei es halt nochmal eine ganz eigene Baustelle ist, aber im Prinzip so der psychotische Schub, aber auch immer mit der körperlichen Komponente dabei, was beliebig unangenehm ist, wofür es auch teilweise nicht die optimalen Medikamente gibt. Also deswegen ist da keine besondere Medizin, ganz spannende Indikation. So, ich fasse zusammen. Drogen beeinflussen erstmal nur die Kommunikation zwischen Nervenzellen. Nicht mehr und nicht weniger. Und die wichtige Message der ganzen Sache hier ist, das ist alles kein Hexenwerk oder irgendwie zufällig oder unerklärbar, sondern man kann die Wirkung mit einem pharmakologischen Teil ganz gut im Labor, mit dem ganz normalen Ton, welche Medikamente davon erforscht haben, was kann das sein? Und was auch noch gesagt ist, dadurch, dass ich das effektiv machen kann, kann ich auch gewisse Skalen anlegen, ich kann schauen, welche Substanzen sind wie gefährlich. Und dann einfach mal alles zu verbieten, außer Alkohol und Tabak, oder willkürlich zu verbieten, so wie wir es gesehen haben, es gibt keinen vernünftigen Zusammenhang zwischen objektiver Risikopotenzial und Rechtsstatus. Das ist eigentlich alles keine Drogenpolitik. Das kann man sicherlich machen, aber nur wenn Drogenpolitik Geschmackssache ist und man was nach gut Dünken macht, aber mit einem objektiven, wissenschaftlich, auch für die Bevölkerung nachvollziehbaren Nachschlag hat das also nichts zu tun. Soweit erstmal der erste Teil dieses Vortrages. Und